Die Wirtschaft in Deutschland befindet sich auf dem absteigenden Ast. Heute gibt es mal ein kurzes Update zur Deindustrialisierung und Verarmung Deutschlands anhand von drei aktuellen Statistiken. Die Politik der Ampelregierung und der Wirtschaftskrieg gegen Russland haben die Energiepreise explodieren lassen. Sie sind immer noch deutlich oberhalb der Niveaus von 2020, muss man sagen. 2021 hatten sich die Energiepreise ja teils schon deutlich erhöht. Aber sie sind auch noch oberhalb der Niveaus von 2021, wenn man sich das anschaut, was die Industrie real bezahlen muss und nicht auf die neuesten Börsenpreise geht. Das Ergebnis davon ist ein brutaler Absturz der energieintensiven Industrie, den ihr in dieser Statistik hier sehen könnt. Die energieintensive Industrie ist die rote Linie. Die befindet sich ungefähr 15% unterhalb der Niveaus, die sie noch vor 2,5 Jahren hatte. Also die energieintensive Industrie, die ist um 15% abgestürzt und das, was da als Produktion verloren gegangen ist, das wird, sollten die Energiepreise nicht schnell wieder sinken, wahrscheinlich auch nicht so schnell zurückkommen. Also die energieintensive Industrie war immer relativ stabil, die war weniger schwankungsanfällig als die normale Industrie, selbst in der Corona-Krise. Und der Absturz, den wir vor 2 Jahren erlebt haben, der ist bis heute so gut wie gar nicht wieder aufgeholt. Also ja, Deutschland deindustrialisiert sich nach und nach. Die Gesamtindustrie ist 10 bis 15% im Minus, wenn man es mit den höchsten Niveaus von 2018 vergleicht. Das heißt, Deutschland hat in den letzten Jahren schon eine deutliche Deindustrialisierung erlebt. Einerseits wegen der hohen Energiepreise, der energieintensive Industrie, andererseits aber auch wegen der schwachen Binnennachfrage. Die Löhne in Deutschland sind in den letzten 3 Jahrzehnten schwächer gestiegen als die Produktivität. Vor allem die niedrigen Löhne sind nicht gestiegen. Und geringe Nachfrage führt halt dazu, dass die Industrie einen Anreiz hat, weniger zu produzieren. Also die deutsche Exportindustrie, die war immer noch relativ stark die letzten Jahrzehnte. Aber die Binnennachfrage war immer viel zu niedrig. Das heißt, wenn es Dinge bräuchte, dann wäre es jetzt mehr Staatsausgaben und steigende Löhne, damit die Industrie wieder auf die Beine bekommt. Schauen wir uns nun den Auftragseingang an. Der Auftragseingang in der Industrie sieht auch alles andere als gut aus. Das ist die obere Statistik hier. Ich blende mal die Originalwerte aus und lasse hier nur mal die Trend- und also das, die Kalender- und saisonbereinigten Werte drin. Und hier sieht man, dass dass die Auftragseingänge, die die Industrie bekommen hat, in den letzten 2,5, 3 Jahren um ungefähr 15% zurückgegangen sind und dass sie auch ungefähr 15% unter den Werten liegen, unter den höchsten Werten, die sie noch 2018 hatten. Also auch die Auftragseingänge zeigen deutlich nach unten. Es deutet sich an der Industrie also absolut kein Wachstum an, sondern ganz im Gegenteil, die Industrie wird wahrscheinlich weiter schrumpfen. Also das hier ist die aktuelle Produktion, die blaue Linie, die ihr hier seht. Und hier seht ihr die Auftragseingänge. Die Auftragseingänge laufen der Produktion immer etwas vor. Und ihr seht, die Auftragseingänge, die befinden sich deutlich im Niedergang. Und Schuld daran ist eben auch die schwache Binnennachfrage. Das heißt, es bräuchte jetzt ein Konjunkturprogramm, es bräuchte Steuersenkung, es bräuchte Rentenerhöhung, es bräuchte Lohnerhöhung. Aber das wird es mit dieser Bundesregierung wahrscheinlich nicht geben. Was auch deutlich abstürzt, das ist der Bausektor. Darauf hatte ich ja schon immer wieder hingewiesen. Hier noch Zahlen, die bis Ende 2023 reichen. Die Bauindustrie ist in Deutschland, also die Neuanträge auf Wohnungsbau sind um ungefähr ein Drittel eingebrochen. Die Ampelregierung wird ihr Ziel von 400.000 Wohnungen in diesem Jahr wahrscheinlich auch wieder deutlich verfehlen. Letztes Jahr sind es ja nur rund 260.000 Wohnungen geworden. Also deutlich, deutlich weniger. Also das muss man sich mal ausmalen. Die Ampelregierung verspricht, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und die Zahlen, die lagen bei etwas unter 400.000 gebauten Wohnungen in den letzten Jahren immer. Und jetzt ist der Neubau an Wohnungen um über 100.000 pro Jahr eingebrochen. Also auch hier richtet die Ampel ein absolutes Desaster an. Und das ist natürlich auch eine Folge der Zinserhöhung der EZB, die die Ampelkoalition auch immer befürwortet hat. Also wir erinnern uns, Finanzminister Lindner und sein Chefökonom Lars Feld, die waren die entschiedensten Befürworter von Zinserhöhungen in der EZB. Das Gleiche gilt für unseren Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel und für das EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Also, und die sitzen da, weil die Bundesregierung wollte, dass sie da sitzen. Und Vertreter der Bundesregierung sind schuld daran, ganz stark mitschuld daran, dass die Zinsen so stark gestiegen sind, was den Wohnungsbau in Deutschland in den letzten 3 Jahren so stark hat einbrechen lassen. In diesem Sinne kann man nur sagen, wirtschaftlich geht es aktuell weiter bergab. Es ist leider keine Erholung in Sicht, sondern eher ganz im Gegenteil. Es wird eher schlechter werden als besser, zumindest wenn man sich die nahe Zukunft ansieht.